Die Themen heute früh. In den USA ist die Schweizer Großbank UBS unter Druck. Medienberichten zufolge erwägt sie nun, den US-Steuerbehörden Kundendaten weiterzugeben. Und die UBS muss noch in diesem Monat zu einer Anhörung im US-Parlament antragen. Das ist heute Morgen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Freitag. Die New York Times meldet in ihrer heutigen Ausgabe, die UBS erwäge, die Namen von 20.000 Kunden den Ermittlern zur Verfügung zu stellen und der Kongress werde im Juni Hearings über die Geschäftspraktiken der UBS und der liechtensteinischen LGT Group durchführen. Mit seinem Auftritt in London im Januar 2011 wird der ehemalige Schweizer Banker Rudolf Elmer weltberühmt. Vor versammelter Weltpresse berichtet er über die Praktiken des Steuerbetrugs auf den karibischen Cayman Islands. Elmer überreicht dem WikiLeaks-Gründer Julian Assange zwei Daten-CDs. Bankdaten von Tausenden von mutmaßlichen Steuerbetrügern. I'm thankful to WikiLeaks that they helped me to get the message out, because I was close to become crazy, mentally sick, paranoid and whatever, but WikiLeaks helped me to come back to and send the message which I wanted to send. Begonnen hatte alles schon drei Jahre zuvor, im März 2008. Rudolf Elmer hatte Daten von Kunden seines früheren Arbeitgebers über die Enthüllungsplattform WikiLeaks öffentlich gemacht. Als Whistleblower veröffentlichte er Namen und Unterlagen zu Hunderten von anonymen Trusts, in denen superreiche Personen ihr Vermögen verschleiern und vor dem Steueramt verstecken. Es ist das erste Mal überhaupt, dass geheime Bankdaten über das Internet an die Öffentlichkeit gelangen. Elmers Aktion schlägt ein wie eine Bombe. Rudolf Elmer. Er hat jahrelang für eine Schweizer Bank in der Karibik gearbeitet, ist dann ausgestiegen und kämpft heute gegen Steueroasen. Herr Elmer, müssen noch immer Steuersünder vor Ihnen zittern, weil Sie noch immer brisante Daten in der Hinterhand haben? Ja, ich denke schon. Γνώριζα ότι διευκολύναμε τη φοροδιαφυγή. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Seit Elmer die Bankdaten veröffentlicht hat, steht er nicht nur im Scheinwerferlicht der Medien, sondern gerät auch immer tiefer in die Mühlen der Justiz. Angeklagt ist er wegen der Verletzung des schweizerischen Bankgeheimnisses und wegen Drohungen gegen die Bank Julius Baer. Wer ist dieser Rudolf Elmer? Warum legt sich einer im Alleingang mit dem Bankensystem an, dem er seinen Aufstieg verdankt? Ist er tatsächlich vom Saulus zum Paulus geworden? Ich treffe Rudolf Elmer in dem Zürcher Arbeiterquartier, in dem er aufgewachsen ist, zusammen mit zwei Brüdern. Meine Mutter hat vorwiegend zuerst mal für die Familie geschaut, also war Hausfrau. Hat dann aber zusätzliche Arbeiten aufgenommen, zum Beispiel bei der Bank Julius Baer. Hat lange dort gearbeitet, fast über 25 Jahre, als Reinigungsfrau. Und auch hat Familie, bei der Familie, wenn es bei der Familie mal etwas gegeben hat, bei ihnen zuhause betreut und so weiter. Also ich habe durch das ein bisschen die Familie Baer gesehen. Rudolf Elmer besucht wie viele spätere Bankangestellte die Handelsschule Zürich. Stärker interessiert ihn damals aber der Sport. Er ist ein talentierter Torwart, zuerst beim FC Industrie, später bei den Zürcher Red Stars.
Zu dieser Zeit ist die Welt der Banken in der Schweiz noch in Ordnung. Und das Bankgeheimnis eine heilige Kuh. Ich war zwischen 1976 und 1980 in einem Praktikum bei der Kreditanstalt und durfte das natürlich in verschiedenen Abteilungen arbeiten, auch prüfen dürfen und habe das Bankgeschäft relativ früh umfassend kennengelernt. Ausgerechnet in dieser Kreditanstalt platzt noch während seines Praktikums ein erster Bankenskandal in der Filiale Chiasso. Im Frühling 1977 wird bekannt, dass die SKA 2,5 Milliarden Franken verspekuliert hat. Unversteuertes Fluchtgeld aus Italien, gewaschen in Liechtenstein. Der Chiasso-Skandal ist ein erstes grosses Debakel für den Finanzplatz Schweiz. Wir haben einen schweren Schlag erlitten. Und wir können Ihnen den Schaden leider auch heute noch nicht beziffern. Aus der heutigen Sicht. Als Antwort auf die Krise startet die Bank eine beispiellose Imagekampagne und behauptet, die SKA ist für alle da. Dazumal habe ich noch nicht die Hintergründe gekannt, wo ich 20 Jahre später mir bewusst worden bin, dass was da abläuft, kriminell ist. Nach ein paar Jahren Arbeit als Revisor bewirbt sich Elmer für eine Stelle bei der Privatbank Julius Baer. Sie ist im Besitz der Familie, für die schon seine Mutter geputzt hat. Damals war das der Niki Baer, der Peter Baer und der Hans Baer. Und ich bin dann dort noch mal zu einem persönlichen Gespräch eingeladen worden, bei diesen drei Herren. Weil man muss verstehen, oder? Also das Inspektorat, die Leute im Inspektorat sehen das Innenleben der Bank aus verschiedenen Winkeln und auch zum Teil, was die Familie macht in der Bank und so weiter. Also das ist eine Vertrauensposition. Darum haben mich die drei Herren eigentlich wirklich nochmal gerönt. Und ich finde das auch in Ordnung. Die Bank Julius Baer ist die grösste Schweizer Privatbank. Ihre Klientel sind die Superreichen der Welt, die zwei Interessen haben. Dass ihr Vermögen anonym bleibt und dass sie möglichst keine Steuern bezahlen müssen. Nirgendwo auf der Welt. Und das ist die Kernkompetenz der Baers. Effizienz und Verschwiegenheit. Das zahlt sich aus. Man muss sich vorstellen, also Julius Baer ist dazumal in den 80er Jahren sehr grosszügig als Mitarbeiter. Also das muss man der Familie Baer sagen. Das hat, wenn die Bank ein gutes Jahr hatte, ich glaube, das Beste, was passiert ist, haben sie einmal ein Jahressalär als Bonus gezahlt. Und das jedem Mitarbeiter. Also jedem Mitarbeiter. He? In diese finanzielle Idylle platzt in den 80er Jahren Ronald Reagans restriktive Drogenpolitik. One of the most critical duties that we faced upon taking office was controlling the influx of illegal drugs into this country. Rigoros gehen die USA gegen Drogenhändler vor und folgen der Spur des Geldes. Die Drogengelder gelangen oft auf Banken in Miami und von da aus in die Schweiz, wo sie gewaschen werden. Und so kommt die ganze schweizerische Finanzbranche unter intensive amerikanische Beobachtung. Der Bundesrat handelt. Neue Geldwäschereigesetze sollen das Renommee des Schweizer Finanzplatzes aufpolieren. Doch die Banken sind dem Gesetz schon längst wieder einen Schritt voraus. Sie verlagern Teile ihrer Vermögensverwaltung in die Karibik, wo es keine Regelungen und kaum Steuern zu bezahlen gibt. Sie gehen offshore. Auf einmal kommt dann das Telefon von Rudi Baer und sagt, sie haben eine Position frei in den Cayman Islands. Der Chief Accountant will zurück nach England. Und ich habe dann gefunden, ja, mal anschauen. Oder? Ich habe keine Ahnung, wo die Cayman Islands sind.
ersten Tag in die Bank hinein. Vom Chief Accountant. Erste Gespräch. Und dann kommt der Satz: You are now on the other side of the fence. Also, du bist jetzt auf der anderen Seite vom Haag, oder? Und das war klar, ich bin jetzt nicht mehr Revisor, sondern ich arbeite jetzt auf eine andere Art und Weise, oder? Elmer hat auf den Caymans zwei Aufgaben. Als Compliance Officer muss er prüfen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Und als Chief Operation Officer ist er verantwortlich für die operative Führung dieser BR-Filiale. Den Rudi habe ich kennengelernt über eine Tanzschule. Er hat natürlich dann in den Gesprächen auch erzählt, dass er jetzt die Aussicht habe, nach Cayman zu arbeiten. Und in dem ersten Jahr ist er zwei, drei Mal in die Schweiz gekommen, beruflich, und hat immer wieder Kontakt zu mir gesucht. Und dann hat er mich auch eingeladen nach Cayman. Und ich habe dann lange überlegt und bin dann gegangen. Ich hatte ein bisschen mehr Freizeit. Wir haben dann auch angefangen zu tauchen und so. Aber bis zu den letzten zwei, drei Tagen hat sie nichts von mir wissen, oder? Und dann, am letzten Tag ist es dann Hängen gemacht, oder? Rudolf und Heidi heiraten bald standesgemäß in Zürich. Aber ihr Glück wird vollkommen auf den Caymans mit der Geburt ihrer Tochter Helena im Jahr 1999. Meine eigentliche Funktion in den Cayman Islands war, den Bärdreif hineinzubringen. Der Dreif hat einfach gefehlt und der musste rein bei der Julius Bär Bank & Trust Company, weil das eine Zeit war, in der das Offshore-Geschäft sehr lukrativ geworden ist und gewachsen ist. Und wenn man sich vorstellt, dass wir zeitweise bis 40% vom Konzerngewinn gemacht haben in den Cayman Islands, führt Julius Bär Gruppen, oder? Steuerfrei, wo zurückgeflossen ist nach Zürich, ist das natürlich eine ganz wichtige Organisation für die Gruppe selber. Und meine Position ist daher dann auch dementsprechend auch bewertet worden im Konzern. Wichtig da ist, dass man nicht sieht, dass der Bank Julius Bär drin ist. Also es gibt nie irgendwo einen Namenszug. Das ist alles sehr anonym gehalten worden. Da sieht man mich in meinem Büro rein und im Hintergrund Computer und der Bildschirm. Und solche Computer hat man in der Schweiz vielleicht 1985 oder 1980 gehabt. Also wir waren etwa 10 Jahre hinten drin, was die Hardware betroffen hat. Elmer ersetzt als erstes die alte EDV-Anlage und macht aus der verschlafenen Cayman-Filiale eine hübsche und ertragreiche Bärtochter. Hedgefonds sind ja dann modern geworden. 1996 hat man angefangen, in den Cayman Islands die Hedgefondsstrukturen aufzubauen. Und das hat man einfach aus steuertechnischen Gründen so strukturiert. Also jeder Franken, den man Gewinn gemacht hat, hat man dann über die Dividende zu der Julius Bär Holding nach Zürich gezahlt. Also der eine Franken, der ist nie besteuert worden. Weder in den Cayman Islands noch in der Schweiz. Neben der steuerfreien Gewinnmaximierung geht es beim Offshore-Banking vor allem auch darum, Vermögen zu verschleiern. Ich würde sagen, das war das gängige Geschäftsmodell. Da kommen ja alle, wie ich schon gesagt habe, an die britischen Jungferninseln. Dort tut man die Gesellschaft inkorporieren, dort macht man Gesellschaft. Dann macht man einen Trust of Cayman. Da hat man eine Schweizer Bank in Zürich, wo das Konto ist. Und dann hat man noch irgendeine andere Bank in Hongkong. Dann ist es schon durch 4 Filter durchgegangen. Weil letztendlich geht es ja darum, eine Identität zu verschleiern. Das ist gängiger Standard. Also die Money-Making-Maschine zu unterhalten, und um das ist es dann gegangen, dann war es nicht mehr so wichtig, was regulatorisch gelaufen ist. Und dann hat man dann, oder gesetzlich, oder? Dann hat man dann geschaut, wo hat man die Freiräume, wo dass man das hat können machen und die Geschäfte so abwickeln, dass man nicht irgendwie in einen Konflikt kommt mit den Behörden. Also eigentlich ist es darum gegangen, dass Behörden nicht herausfinden, wie das System wirklich funktioniert. Im Herbst 1996 wird der Finanzplatz Schweiz von einem neuen Sturm aus Amerika erfasst. Diesmal geht es um das sogenannte Nazi-Gold
und nachrichtenlose Vermögen von Holocaust-Opfern. Ein amerikanischer Untersuchungsausschuss präsentiert neue Beweise für die Kollaboration der Schweizer Banken mit den Nazis. This report details the greatest robbery in the history of mankind. Nachdem nun auch der jüdische Weltkongress Aufklärung über die nachrichtenlosen Vermögen verlangt, können die Schweizer Banken ihren Hals nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Zum ersten Mal ist der Bundesrat gezwungen, das Bankgeheimnis aufzuweichen, jedoch nur für Konten bis 1945. Was Schweizer Bankenkritiker seit langer Zeit anprangerten, hat sich in diesen Verhandlungen bestätigt. Und die Schweiz bezahlt einen hohen Preis. I am tremendously pleased and gratified to announce that we've reached an historic agreement. The agreement calls for a settlement of $1.25 billion. Ein Mitglied dieser Verhandlungskommission über die nachrichtenlosen Vermögen ist Elmer Seniorchef Hans-Julius Bär. Der alte jüdische Patron der Bank Bär ist empört über den schwelenden Antisemitismus in der Schweizer Delegation. Zum Entsetzen des neuen Bär-Managements wird er nach seiner Pensionierung auch das Bankgeheimnis öffentlich kritisieren und meint, es mache nur noch fett und impotent. Den Banken fehle beim Stehlen die Anmut. Trotz Klimaveränderungen auf dem Finanzplatz Schweiz herrscht auf den Cayman Islands Business as usual. Das Einzige, was den Geschäftsgang hier durcheinander bringen kann, ist die Natur. Ein- bis zweimal pro Jahr fegen Tropenstürme über das Steuerparadies. Wenn die Insel von Hurricanes bedroht war, hätte man die Bank dislozieren können in ein anderes Land, dass man von dort aus die Geldanlagen machen konnte. Und ich habe da Methoden entwickelt. Ich habe einen Laptop, wo man die ganze Datenbank darauf abkopieren konnte. Und der Laptop hat zwei Harddisks gehabt, einen scharfen und einen, wo normale Sachen drauf waren, wo man nichts mit Bankgeschäft zu tun hatte. Aber von dem Laptop aus konnte man die ganze Bank führen. Und dann hat es den Hurricane Mitch gehabt, das ist ein ganzer starke Hurrikan gesehen mit 200 Meilen pro Stunde. Ich habe dann die Insel mit dem Laptop und mit meiner Familie verlassen. Ich habe dann einfach sicherstellen, dass die Amerikaner nicht zu den Informationen kommen. Und der eine Harddisk, der nicht scharfe Harddisk, der ist im Laptop drin. Und den scharfe Harddisk, den habe ich dann so im Kinderwagen von meiner Tochter da und bin dann nach Miami mit meiner Familie im richtigen Zeitpunkt ausgeflogen. Also was Daten waren, hatte ich bei mir täglich zu Hause. Das Management hat das auch gewusst und hat das auch so wollen, oder? Inzwischen ist Elmer zur Nummer 2 der Bär-Filiale aufgestiegen. Zum Jubiläum von 25 Jahren steuerfreier Geschäfte auf der Insel spendet die Bank Bär der öffentlichen Bibliothek einen großzügigen Scheck. Doch hinter den Kulissen kommt es zu Veränderungen. Die Cayman-Tochter wird der Bank Julius Bär New York unterstellt. Elmer erhält einen neuen Arbeitsvertrag. Nicht mehr angestellt von der Zürcher Holding, sondern von der Cayman-Filiale. Elmer muss nun direkt nach New York rapportieren. Die Cayman-Filiale wird amerikanisiert. Mitten in diese Umstrukturierung, der 11. September 2001. Also 9/11 war natürlich ein Schock für das ganze System. Und man sich bewusst wurde, dass genau solche Verdunkelungs- und Verschleierungsoasen auch genützt werden für terroristische Gelder. Also, man hat ja auch den Daten, die ich offengelegt habe, hat man von Bin Laden Construction in London Informationen gefunden, oder in den Daten, die auf WikiLeaks publiziert worden sind. Die Finanzierung von solchen
Terrorakt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Oder? Und durch das haben natürlich die Amerikaner die Schrauben angezogen. Unter dem Regime eines neuen CEO in New York wird das Arbeitsklima auf den Caymans schlechter. Viele Mitarbeiter kündigen. Ich war gut angeschrieben bei CEO in New York. Oder? Und ich war natürlich auch nicht einer von denen, der alles durchgelassen hat. Und ich habe, mit der Zeit habe ich oft immer gemerkt, dass ich mehr größere Risiken auf mich nehme. Oder? Ich bin regelmäßig in die USA reingeflogen und kann durch das natürlich dann auch anfangen, Sachen, ja, das Wort ist schon sabotieren, wenn man nicht mehr mitspielt, oder? Und Sachen blockiert. Oder? Dann haben sich irgendwie die Ereignisse überrollt, muss ich so sagen. Dass, der November 2002 war schon ein einschneidendes Ergebnis gewesen, oder Ereignis gewesen. Ich bin am Morgen um 7:15 Uhr reingekommen. Und dann hat es geheißen, wir machen mit ihnen einen Clearance-Test. Oder? Und ich soll eigentlich das Vorbild sein für Bankmitarbeiter. Ich soll als Erster gehen. Dann hat er angefangen zu fragen. Bei dem Fragestellen habe ich gemerkt, dass er sehr aggressiv ist. Oder? Und dann hat er mich angefangen zu beschuldigen. Ich habe sabotiert und was auch immer. Ich sei der Grund des ganzen Übel. Und er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat mich psychologisch im Griff gehabt. Und dann bin ich aufgestanden und gesagt, so geht es nicht. Elmer unterbricht die Befragung und entdeckt, dass sie heimlich von zwei Verwaltungsräten mitverfolgt wird. Ja, und dann ist am 10. Dezember an unseren Ferienort im Prinzip die Kündigungsschreiben gekommen. Der Abbruch des Lügendetektortests ist für Elmer das Ende seiner Karriere bei der Bank Julius Baer. Man zahlt ihm 3 obligatorische Monatslöhne, aber keine Abgangsentschädigung. Auch ausstehende AHV-Beiträge und andere vereinbarte Zahlungen will die Bank nicht überweisen. Das hat mich eigentlich schwer getroffen, weil ich bin ein loyaler Mitarbeiter war. Vielleicht hätte man dann dort halt doch irgendwo müssen, ein Gentleman Agreement finden. Und man hat einfach keine Musik gehört. In der Nähe von Zürich bezieht die junge Familie ein kleines Haus. Elmer ist wegen Rückenproblemen während Wochen im Spital. Nach 6 Monaten ohne Arbeit droht das Geld auszugehen. Er braucht einen neuen Job und wird schließlich fündig. Wieder in der Nähe des Paradeplatzes, wieder im spekulativen Finanzbereich. Noble Investment ist der Finanzarm der großen Noble-Gruppe in Hongkong, eine der größten Import-Export-Firmen in China. Elmer wird Anlagespezialist und handelt mit neuen strukturierten Produkten. Aber noch immer ist er im Streit mit der Bank Baer. Er will eine Entschädigung für die abrupte Kündigung auf den Caymans. Aber die Verhandlungen mit den Bankjuristen stecken fest. Aber nachdem Elmer in einem Umzugskarton ein vergessenes Tape der Datensicherung findet, kommt wieder Bewegung in die Sache. Ich habe dann gesagt, ich habe eine Lebensversicherung. Ja, ich habe eine Lebensversicherung, meine Herren. Oder? Also wenn man das anschaut, da gibt es einen Folder, der Company heisst und einen, der Trust heisst. Oder? Und wenn man da reingeht, dann sieht man da die verschiedenen Trusts, also Aladdin, Agram, Akadian und so weiter. Das hat also ganz interessante Namen, wenn man dann ein bisschen weiter durchgeht. Und natürlich auch eben auch bekannte Persönlichkeiten. Das darf man da schon sagen. Elmer beginnt, die Files der Baer Trust Company Cayman genauer anzuschauen. Und entdeckt neue Zusammenhänge. Er findet einen Trust, der für den berüchtigten mexikanischen General Arturo Costa Chaparro aufgesetzt wurde. Dieser sitzt wegen seiner Verbindungen zum Drogenkartell inzwischen hinter Gittern. Er findet Hintermänner von Trust-Konstruktionen, millionenschwere Schönheitschirurgen
Architekten und Opernsänger und viele kleine Geschenke in sechsstelliger Höhe. Elmer verschickt präzise Informationen weltweit an Steuerämter. Aber vorerst passiert nichts. Und ich habe gefunden, jetzt muss es weiter eskalieren. Jetzt ist es eine Frage von Abwägen zwischen dem öffentlichen Interesse und dem Geheimhaltungsinteresse vom Unternehmen. Er beschließt jetzt, die Presse einzuschalten. Als erstes schickt er dem Zürcher Wirtschaftsmagazin Cash eine Daten-CD, ohne Absender. Doch auch dieser Plan geht nicht auf. Der Journalist schreibt zwar über den Datenklau, aber nichts zum Inhalt der CD. Auch andere Blätter berichten nun über das Datenleck und stellen Vermutungen an über die Identität des Datendiebs. Es hat einen Vorfall mit Noble Investments. Da ist dann eine Sekretärin ist am Abend um 5 Uhr abgefangen worden von zwei Herren im Geschäft, wo sie raus ist. Und man hat sie dann gefragt, ob sie einen Moment Zeit haben, und haben dann auf einem Computer mein Bild gezeigt. Das ist das erste Mal, wo wir wirklich gemerkt haben, jetzt läuft etwas ab. Für mich ist es viel, viel realer geworden, wie ich dann Autos auf einem Schulparkplatz, wo hinter unserem Garten gelegen war, gesehen haben, zu Zeiten, wo kein Lehrer dort mehr parkiert. Also es war Nachschulschluss. Komischerweise schwarze Autos mit deutschen Nummern. Schwarze Autos, unbekannte Männer vor dem Büro, im Zug, vor dem Haus und auch Drohmails. Elmer solle mit seinen Aktionen aufhören, sonst stoße seiner Familie etwas zu. Unsere Tochter kam eines Tages heimgegangen und hat gesagt, es sei das ein schwarzes Auto gewesen. Die haben das Fenster runtergekurbelt und haben ihr einen Apfel offeriert. Der Druck hat einfach mehr und mehr zugenommen. Und ich habe selber dann gemerkt, ich bin am Durchdrehen und habe dann psychologische Hilfe gesucht. Nach Monaten der Beschattung liegen bei ihm die Nerven blank. Er beginnt zurückzuschlagen. Schickt nun seinerseits Drohmails an Bankjuristen und sucht gegen die jüdische Bank Bär gar Unterstützung in antisemitischen Kreisen. Ich habe die Bank bedroht, dass ich in die Öffentlichkeit gehe und dass ich mich mit den Neonazis verbünde und Daten dort weitergebe und so weiter. Und, Auf dem Höhepunkt der gegenseitigen Provokationen ist Heidi auf der Autobahn unterwegs, als sie einmal mehr einen Verfolger bemerkt. Sie ruft ihren Mann an und der alarmiert die Polizei. Die Kantonspolizei hat mir dann Anweisungen gegeben, ich soll an der nächsten Tankstelle in Herlisberg rausfahren und so tun, als würde ich tanken. Das hat mein Verfolger dazu veranlasst, rauszufahren. Dann ist die Polizei dort an und hat noch Personenkontrolle gemacht. Und dann ist herausgekommen, dass er für ein Detektivbüro arbeitet. Der Vorfall an der Tankstelle ist das Ende der Überwachungsaktion. In späteren Verhandlungen wird die Bank Bär zugeben, dass die Detektive in ihrem Auftrag unterwegs waren. Nun aber schaltet die Bank die Justiz ein und lässt Elmer überraschend verhaften. Also das war ein Schock. Der komplette Schock. Ich habe es nur gesehen auf dem Hausdurchsuchungsbefehl. Drohung, etc. Das war der Grund. Und das kann alles heissen. Aber wirklich alles. Ich war in dieser Zelle und ich habe mich das erste Mal sicher gefühlt. Wirklich sicher gefühlt. Weil ich hinten auf allen Seiten Mauern hatte und noch ein Fenster, wo ich rausschauen konnte. Ich hatte keine Stalkers mehr um mich herum. Ich hatte
keine Drohungen, nichts mehr. Ist alles in dem Gefängnis hinein, habe ich mich können holen. Also die ersten 7 Tage habe ich wirklich gut geschlafen. Wo der Herr Elmer im September 2005 verhaftet und dann in Untersuchungshaft kam, hat seine Frau mir telefoniert und gefragt, ob ich bereit wäre, den Fall zu übernehmen. Der Herr Elmer und auch ich werden auf Freispruch plädieren mit Bezug auf Bankgeheimnisverletzung. Ob das Gericht dann wird dem folgen wird, das weiß ich nicht. Es ist wirklich schwierig, da irgendwelche Prognosen zu stellen. Die Rechtsanwältin Ganden Detong weiß damals nicht, wie lange dieser Fall sie noch beschäftigen wird. Vorerst kann sie erwirken, dass Elmer nach 4 Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Es wird mehr als 5 Jahre dauern, bis es zu einem Prozess kommt. Noch während seiner Untersuchungshaft hat die Noble Investment Elmer gekündigt. Im Konflikt mit der Bank Bär will er jetzt seine Lebensversicherung richtig nutzen. Und so schickt Elmer ab Dezember 2007 seine ersten Datensätze an die damals noch kaum bekannte Enthüllungsplattform WikiLeaks, zusammen mit einem Bekennerbrief als Whistleblower. Als Insider bin ich in der Lage, diverse Sachverhalte der Bank Julius Bär offenzulegen. Ich habe anfänglich aus Naivität und dann für ein Jahressalär von 220'000 Schweizer Franken kooperiert. Weil Elmer die Bankdaten unter vollem Namen veröffentlicht, gerät er nun selber in den Fokus der Presse. Für die Schweizer Medien sind Whistleblower zu jener Zeit in erster Linie gescheiterte Existenzen und Nestbeschmutzer. Der Einzige, der sich für den Inhalt der Daten-CDs interessiert, ist der kritische Wirtschaftsjournalist Can Trepp. Also, ich darf es gerne noch zeigen. Ich habe es noch da. Er hat mir eine CD geschickt. Ich schaue das als quasi Vorläufer von vielen CDs. Das war etwa 2006. Ist das gewesen. Ich habe dann gedacht, aus dem ganzen riesigen Datenmaterial, wenn ich strukturell vorgehe, dann gehe ich so vor, Bank Bär. Was hat Bank Bär gemacht? Da bin ich geschaut und habe die Daten angeschaut und habe gesehen, ah, da gibt es einen von diesen Trusts, der inkriminiert war im WikiLeaks, der irgendwie illegal sein soll. Kommt ein Dr. Pietro Supino vor als Gründer. Und das haben mir natürlich alle Lämpchen rot geleuchtet, weil er ist der Gründer von dem Trust gsi, wo Bär Trust Company rechtlich aufgesetzt hat in Cayman Islands. Pietro Supino ist heute ein bekannter Verleger in der Schweiz. Zuvor arbeitete er bei der Anwaltskanzlei Bär und Karrer als Trust-Spezialist. Und dann hat es Mails gegeben von Bär Trust auf Cayman Islands an Bank Bär in Zürich, dass da nicht alle rechtlichen Erfordernisse für die Gründung von dem Trust erfüllt sind. Es braucht eine Passkopie vom wirtschaftlich Berechtigten, vom Gründer. Der muss zweifelsfrei die Identität erstellt sein. Und da fehlt die Passkopie. Da kommt eine Antwort, die ist auch da. Der Kunde ist am Seniorchef Dr. Thomas Bär bekannt. Das war die Methode vom Finanzplatz Schweiz schon seit dem Zweiten Weltkrieg, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Anwalt und der übernimmt die Rolle als Strohmann von dem, den man nicht kennen will. Und das ist akzeptiert worden. Und das ist eine Identitätsverschleierung. Das ist ein zentraler Punkt. Das ist so wichtig wie das Nummernkonto, oder? Supino, der den Moonstone Trust aufsetzte, ist heute Chef des grössten Medienkonzerns, der TH Media, die auch den Zürcher Tagesanzeiger herausgibt. Wer aber die Moonstone-Geschichte publiziert, ist die linke Wochenzeitung «Woz». Nachdem der «Woz»-Artikel publiziert worden ist, bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es niemand aufgegriffen hat. Das ist im Schwarzen Loch verschwunden. Weil das ja doch, das zeigt auch etwas über die Schweiz, über den Finanzplatz Zürich, dass der Grossverleger von Tamedia in seinem vorherigen Leben Private Banker war und Trust-Spezialist. Auf der internationalen Bühne genießt der Whistleblower Elmer jetzt immer größere Aufmerksamkeit. Für die Weltpresse ist der ehemalige Cayman Banker mehr als ein Nestbeschmutzer.
Der englische Guardian setzt ein ganzes Reporterteam auf die Elmer-Story an und publiziert mehrseitige Artikel. Der Guardian als solches, als internationale Zeitung, die weltweit gelesen wird, hat natürlich mir die Glaubwürdigkeit gegeben, die ich brauchte. Ich meine, WikiLeaks ist Seinten, oder? Aber das heisst noch nicht, dass die Daten in Ordnung und richtig sind. Nachdem weitere Whistleblower in den USA schildern, wie die Schweizer Banken beim Steuerbetrug aktiv mithelfen, verlieren die Amerikaner die Geduld mit den Schweizer Grossbanken. Do you swear that the testimony you're about to give before this subcommittee will be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God? Der Chef der UBS wird umgehend vor den amerikanischen Untersuchungsausschuss zitiert. Your folks knew that they were participating in this violation of US law. Das Schweizer Bankgeheimnis ist unter Druck wie nie zuvor. Der Einzige, der das nicht zur Kenntnis nehmen will, ist der schweizerische Finanzminister Hans-Rudolf Merz, früher selber einmal angestellt bei der UBS. Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Der Finanzminister sollte sich täuschen. Es ist der Herbst 2008. Die Pleite der New Yorker Bank Lehman Brothers ist der Auftakt der internationalen Finanzkrise. Auch die UBS hat im spekulativen Casino mitgespielt und steht jetzt vor dem Abgrund. Too big to fail, wie es heißt, muss sie von der Regierung gerettet werden. Mit dem Steuergeld der Schweizer Bevölkerung. In der Folge muss der Bundesrat die Bank per Notrecht zwingen, Namen von Tausenden von amerikanischen Kunden herauszurücken. Zudem muss die Bank in den USA eine Buße von 780 Millionen Dollar zahlen und sich in Washington in aller Form entschuldigen. On behalf of UBS, I'm apologizing. I am committing to you that we will take the actions necessary to see that this does not happen again. Damit ist das Schweizer Bankgeheimnis am Ende, zumindest für amerikanische Kunden. Während in Washington die beiden Außenministerinnen das Schweizer Bankgeheimnis mit viel Charme und hochoffiziell zu Grabe tragen, droht Elmer wegen Verletzung eben dieses Bankgeheimnisses noch immer ein Prozess in der Schweiz. In der Zwischenzeit hat er zu seinem Fall zwei Bücher geschrieben und plant nun jenen großen Auftritt in London, der ihn auf der ganzen Welt berühmt machen wird. Julian Assange, thank you for coming. Mr. Elmer has been fighting his case for some 5 years, I believe. And I understand he is in a position to have more to say and more to give to the world to help them understand the sort of corrupt practices that we saw. Der Höhepunkt der Pressekonferenz, die Übergabe der zwei CDs, die neue, brisante Daten von Steuerbetrügern enthalten sollen. Zwei Tage nach Elmers Auftritt in London beginnt in Zürich frühmorgens sein Prozess. Der Whistleblower hat inzwischen Unterstützung von der kleinen Linkspartei Alternative Liste bekommen. Wir werden ihn unterstützen, voll und ganz. Und ich finde auch, dass er Zivilcourage, dass er das gemacht hat. Anfänglich sind es bis zu 5 Staatsanwälte, die an diesem Verfahren geschafft haben und Verfügungen erlassen haben und so. Und ich dann als amtliche Verteidigerin, die alles eigentlich allein machen muss, ist das zum Teil schon sehr anspruchsvoll gewesen. Also, die haben natürlich schon mehr Manpower als ich, oder? Der Strafantrag, der gegen ihn gestellt wurde, ist mit Bezug auf Bankgeheimnisverletzung, lautet auf 12 Monate Freiheitsstrafe bedingt. Bis am 3 hat man getagt
und die Plädoyers verlesen. Und die zwei sind so gegensätzlich gewesen, dass es für mich klar war, dass der Rudi muss gewinnen. Also das ist unsere Anwältin so souverän, dass ich es gar nicht anders dran können, erwarten, als dass es so rauskommt. Und dann hat sich der Richter zurückgezogen. Während der Urteilsberatung bittet die alternative Liste zu einer Pressekonferenz. Der Fall Elmer stößt nun auch in der Schweizer Öffentlichkeit auf immer mehr Interesse. Treuer vom Schweizer Fernsehen, ist dieser Prozess aus Ihrer Sicht eine reine Diffamierung oder haben Sie auch Fehler gemacht? Ich habe Fehler gemacht. Das ist halt so, aber die Umstände waren auch so. Das darf ich Ihnen sagen, das ist keine Entschuldigung. In diesem Sinn, ich bin vielleicht ein bisschen reingestoßen worden. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Held bin oder ein Verräter. Ich sehe beides nicht. Ich habe einfach dazugelernt und bin jetzt dazu gestanden. Dann das Urteil. Elmer wird wegen Verletzung des Bankgeheimnisses schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Frau Detnum, das Gericht ist Ihrer Argumentation, was das Bankgeheimnis angeht, nicht gefolgt. Wie schätzen Sie das ein? Ich habe da eine andere Meinung. Sie haben das vielleicht gehört, wenn Sie in der Verhandlung waren. Also wir werden das eingehend nochmals prüfen, aber ich bin überzeugt, dass ich eigentlich richtig argumentiert habe. Meine Anwältin hat für Sie gekriegt. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ein langer Tag für Rudolf Elmer. Aber noch ist er nicht zu Ende. Dann fahre ich in unsere Tiefgarage rein. Und dann sehe ich, ein Auto fährt hinter mir her. Und die fahren da rein mit einem riesen Karacho und quietschenden Reifen. Ich stelle das Auto bei uns auf den Parkplatz ab und denke, das ist aber am Komischen, wo da kommt. Und schon stehen zwei Männer an den Türen von unserem Auto und sagen, der Rudi müsse aussteigen. Zwei habe ich sicher gesehen mit Sturmkappen. Und der eine hat eine Pistole auf mich gerichtet. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt ist es passiert. Das ist jetzt Mafia. Jetzt geht es los, jetzt werde ich an die Wand gestellt und das wäre es gewesen. Aber dann, bald darauf hat einer gesagt, es sei von der Kantonspolizei. Böse Überraschung für Rudolf Elmer gestern Abend. Kurz nachdem der ehemalige Julius Bär Banker vom Bezirksgericht Zürich zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt wurde, nahm ihn die Polizei an seinem Wohnort fest. Weil er zwei Daten-CDs an WikiLeaks weitergegeben hatte, prüft die Staatsanwaltschaft nun, ob sie ein erneutes Verfahren wegen Verletzung des Bankgeheimnisses einleiten will. Elmer wird ins Bezirksgefängnis Winterthur verlegt. Diese zweite Untersuchungshaft dauert insgesamt 187 Tage, mehr als 6 Monate. Während seiner langen Untersuchungshaft hat Elmer von der Justiz für einmal auch erfreuliche Post erhalten. Wegen der Beschattung durch die Detektive der Bank Bär hatte er beim Bundesgericht eine Laienbeschwerde eingelegt und hat von der höchsten Instanz nun Recht bekommen. Um weitere Prozesse und negative Presse zu vermeiden, willigt die Bank Bär nun einem außergerichtlichen Vergleich zu. Diesmal nimmt Elmer ein großzügiges finanzielles Angebot der Bank an, auch weil die Bärs keine weiteren Bedingungen mehr stellen. Das Geld, das wir bekommen haben von der Bank in diesem Vergleich, ist doch ein sechsstelliger Betrag, und das war über 500'000 Schweizer Franken, habe ich in einen Trust hineingetan, wo Helena heisst. Und die Idee dahinter ist dort, dass meine Tochter das Geld überkommt. Also, sie hat Auflagen und das Geld darf nur so und so verwendet werden. Und es gibt dort auch einen Trustee, also einen Verwalter, das ist eine Götti. Und der tut meine Wünsche, die ich festgelegt habe, umsetzen. Das ist ein gutes Element des Trusts, dass man eigentlich über den Tod raus kann, über das Vermögen verfügen. Herbst 2014. Drei Jahre nach der zweiten Untersuchungshaft legt die Zürcher Justiz den neuen Prozesstermin fest.
kurz vor Ablauf der Verjährung. Der Strafantrag ist massiv. Der Staatsanwalt fordert 3,5 Jahre Gefängnis. Unbedingt. Das war unser letzter Dreh vor dem angekündigten Prozess. Da erreicht mich eine Mail von Elmer, er sei in einer psychiatrischen Klinik. Ich war auch unter einem enormen Druck von der Justiz. Also ich hatte 7,5 Millionen Files. In kurzer Zeit hätte ich anschauen, um meine Rechtfertigungsgründe darzulegen. Rechtfertigungsgründe, die 10, 15 Jahre zurückliegen. Und das hat natürlich Druck ausgeübt. Und dem konnte ich dann halt nicht mehr standhalten. Und das habe ich dem Psychiater erklärt. Und dann hat er mich zuerst mal krank geschrieben für einen Monat. Und dann haben wir dann entschieden, nach Rücksprache mit meiner Frau, dass ich mich hier einliefern lasse. Die Zürcher Justiz will den Prozess durchziehen, trotz Elmers Klinikaufenthalt. Auch dass er dort 2 Tage vor dem Prozesstermin einen Kreislaufkollaps erleidet, mag den Richter nicht zu beeindrucken. Und so kommt Elmer direkt von der Klinik zum Prozess. Kurz darauf beginnt das Drama. Mein Körper zittert. Ich habe mich nur noch fallen lassen. Die Brille fliegt weg. Zum Glück kam dann eine Kadettin, die hat gerade den Mantel über mich geworfen. Das war sehr schön von ihr. Und ich war zwischendrin wieder da und sie stellt mir dann die Frage, ob ich im Prozess dabei sein will oder nicht. Und dort habe ich zum Glück geistesgegenwärtig noch gesagt, ja, ich will dabei sein, ohne mich nicht. Damit ist dieser Prozess vorerst gescheitert. Elmer ist zurück in der Klinik. Doch die Zürcher Justiz nimmt keine Rücksicht auf Elmers Befinden. 3 Wochen nach seinem Zusammenbruch muss er erneut vor den Richter. Früh am Morgen verlässt er die Klinik, um rechtzeitig am Prozess zu erscheinen. Im Zentrum der Anklage stehen diesmal die beiden CDs, die er in London präsentiert hatte. Die Bank Bear, die ihre Cayman-Filiale längst stillgelegt hat, ist mittlerweile in zahlreiche weitere Prozesse und internationale Finanzskandale verwickelt. Allein um ein Verfahren wegen Steuerbetrug in Deutschland abzuwenden, zahlt die Bank 65 Millionen Franken. Elmer wird in seinem Prozess hart angefasst. Es war sehr polemisch, muss ich sagen. Also ich hätte mehr Juristisches mir gewünscht. Es ist versucht worden, den Herrn Elmer zu diskreditieren. Das Gericht folgt in diesem zweiten Prozess dem Antrag des Staatsanwaltes auf Gefängnisstrafe nicht. Elmer wird nur zu einer Geldstrafe von 45.000 Franken verurteilt. Ob auf den Londoner CDs tatsächlich Bankdaten waren, konnte der Staatsanwalt nicht beweisen. Das Urteil überzeugt nicht. Das Gericht hat viele Aspekte wie den internationalen Sachverhalt und weitere Fragestellungen nicht vernachlässigt. Darum habe ich auch Berufung bereits angemeldet. Letztlich geht es darum, dass der Rudolf Elmer von der Zürcher Justiz rechtlich nicht korrekt behandelt worden ist. Also man kann das sagen, dass die Zürcher Justiz eine Schlagseite hat, Richtung Banken, in der Behandlung von Rudolf Elmer bis jetzt, und das ist jetzt 10 Jahre. Und wie die Verfahren, die noch laufen, ausgehen, meine, das ist ein Elend, weil einfach der Gedanke vom Bankgeheimnis, also das ist verdampft, das gibt es gar nicht mehr. Auch auf der Zürcher Bahnhofstrasse haben sich die Zeiten geändert. Trotz Marschmusik und alten Zöpfen. Das Bankgeheimnis hat sich stark geändert und ich glaube, wir müssen eine neue Version von diesem Bankgeheimnis entwickeln, die gut ist für die heutige Zeit. Washington. Im Beisein unserer Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf
beschließen die Finanzminister der G20, den automatischen Informationsaustausch als globalen Standard einzuführen. Offshore-Leaks und leere Staatskassen, aber vielleicht auch Whistleblower, haben diesen Prozess massiv beschleunigt. Elmer hat ein neues Tätigkeitsfeld gefunden, die Politik. In Brüssel ist er ein gefragter Gast. Kommissionen des Europäischen Parlaments begrüßen ihn regelmäßig als Referenten. It's not only a scandal which is related to the banking industry, it's also a scandal to the judicial system. And in the judicial system I've learned I can't win this case because it's a political issue. Man muss das so sehen, oder? Man wird ja das Ganze reingestossen und dann muss man sich verteidigen und dass man zu seinem Recht kommt. Und jetzt das einfach sagen, jetzt lasse ich es sein, oder? Das ist genau das, was ja die Richter, die Staatsanwaltschaft sich wünschen, dass der jetzt endlich aufgibt, oder? Wir können nur hoffen, dass es für uns positiv ausgeht. Einerseits und andererseits dann eben auch vom gesellschaftlichen Aspekt etwas zum Besseren sich wendet, wo für alle, für jeden von uns in der Schweiz und auch in der Welt ein bisschen mehr Gerechtigkeit rauskommt. Die Bank Julius Baer und die Staatsanwaltschaft haben es abgelehnt, im Film Stellung zu beziehen. Die Prozesse gegen Rudolf Elmer sind noch immer im Gang. Im Sommer 2016 wurde er wegen Urkundenfälschung und Drohung verurteilt, aber freigesprochen vom Vorwurf der Bankgeheimnisverletzung. Das Urteil wurde an das Bundesgericht weitergezogen. Ein Ende der Prozesse ist nicht absehbar. Was wirklich auf den beiden CDs war, die in London an WikiLeaks übergeben wurden, hat uns Rudolf Elmer erst später verraten. Das habe ich gemacht. Ja, ich habe mir natürlich vorgestellt, dass jetzt die Polizei reinkommt, wenn ich die CD übergebe. Und das werden sie dann finden, oder?